Der Glaube der Götter. Beim Olymp angekommen, wurde sich Herak Magus erst der Schwierigkeit der verbleibenden Aufgaben bewusst. Der Aufstieg selbst war eine Probe, eine Herausforderung gegen die Mächte der Natur. Es galt nicht nur pure Muskelkraft zum Erklimmen, sondern auch Geschick und Ausdauer zu beweisen. Schnee und Kälte galt es zu trotzen, glatte, steile Wände zu überwinden. Trügerisch mochte der verführerische, unschuldige weiße Schnee glänzen und sich schnell und hinterhältig in eine mächtige Lawine verwandeln oder einen illusorischen Weg preisgeben, der jedoch nur aus einer verharschten Schneedecke ohne stabilen Fels darunter bestand und so einen durchaus tödlichen Fehltritt verursachen konnte. Auch wenn der Fuß noch friedvoll, warm und begrünt erschien, so wurde doch mit zunehmender Höhe die Bedingungen immer härter, nicht nur was die Witterung, sondern auch die dünne Luft anging. Herak Magus betrachtete den steilen Berg, auf den kein Pfad hinaufführte, da noch niemand den Gipfel erklommen hatte, oder besser gesagt, weil es keinen gab, der diese Strapaze auch wirklich auf sich nehmen wollte. Das hatte zwei wesentliche Gründe. Es gab nicht viele Verrückte, die sich der Strapaze des Erklimmens und der offensichtlichen Lebensgefahr aussetzen wollten, wobei sie als Lohn dafür nur Spott und Gelächter ernten würden. Und selbst die Verrückten schreckte der Gedanke, eine blasphemische Strafe der Götterwelt erdulden zu müssen, versuchte man doch, ihre Heimat zu erreichen und so einen Teil ihrer göttlichen Unangreifbarkeit zwar nicht zu widerlegen, aber durchaus ins Wanken zu bringen. Nun, Vila, wollen wir es angehen? Erkundigt sich Herak Magus, unsicher, ob seine Gefährtin in der Lage war zu klettern. Meine Geschicklichkeit wird uns beiden den Aufstieg erleichtern. Dennoch würde mich interessieren, weshalb genau wir dieses riskante Unternehmen wagen. Antwortete Vila weise. Den Berg zu erklimmen und ein Polarlicht fangen. Die sind die beiden letzten Aufgaben, die mir aufgetragen sind. Da müssen wir voranschreiten. Antwortete Herak Magus offen und ehrlich. Ich stehe in deiner Schuld, daher werde ich dir so gut helfen, wie ich nur kann. Antwortete Vila. Danke. Sprach Herak Magus und fügte hinzu. Es ist schön, nicht auf sich alleine gestellt zu sein. Während Herak Magus den Berg musterte und eine gute Route suchte, sprang Vila mit einer gazellenhaften Grazie auf einen Absatz und von diesen auf den nächsten, wobei sie damit bereits mehr als 10 Höhenmeter überwunden hatte. Wow! Sprach Herak Magus beeindruckt und schaut mit offenem, erstaunten Mund zu Vila hoch, welche sich auf ihren Hinterleib gesetzt hatte und anmutig, jedoch auch etwas witzelnd sprach. Jetzt du, kleiner Mensch! Wenn ich so springen könnte, dann wäre es wahrlich ein leichtes. Aber da kommt mir gerade eine gute Idee, wie du mir helfen kannst. Sprach Herak Magus. Vila hob erstaunt ihren Kopf und sprach. Und wie? Ich habe ja dieses Seil von der Peeling Pearl mitgenommen. Eigentlich wollte ich es hauptsächlich zur Sicherung nehmen. Aber wenn du es an dich nehmen und festhalten würdest, dann müsste ich keine Umwege über kleine Absätze in Kauf nehmen, sondern könnte direkt auch an steilen Vorsprüngen hinaufklettern, die ich sonst so nicht erklimmen könnte. Was hältst du davon? Fragte Herak Magus. Einverstanden. Antwortete Vila und fügte dabei aber noch etwas arrogant hinzu. Aber ich komme nicht noch einmal runter. Du musst dich dieses kleine Stück schon zu mir hinauf bemühen. Dies tat Herak Magus auch, wobei zeitlich ein deutlicher Unterschied zu bemerken war. Hatte Vila nur ein paar Sekunden gebraucht, um die Sprünge auszuführen, so dauerte es bei Herak Magus, trotz seiner enormen Kraft, fast 10 Minuten, ehe er ihren Absatz erreichte. Ein ziemlich umständlicher Weg, kommentierte Vila, während Herak Magus ihr das Seil um den Hals legte, woraufhin sie in einer Art Zickzack-Sprung nach rechts und dann wieder nach links sprang, und somit einen Absatz über Herak Magus erreichte, der mindestens 7 Meter höher lag und zu steil war, als dass er an der Wand hätte hochklettern können. Doch gerade in dem Moment, wo Vila auf dem Fels landete, kam es zu einem lauten Krollen und der Fels löste sich krachend vom Berg und fiel nach unten. Allerdings nur 5 Meter. Vila wunderte sich, warum der Fall so schnell zu Ende war und beugte sich daher über den Felsrand, wo sie sah, dass am unteren Ende des Felsens Herak Magus stand, der diesen aufgefangen hatte. Er blickte nach oben und kommentierte, »Vielleicht ist mein Weg umständlich, dafür aber sicherer.« Vila schluckte,
Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre vorige Bemerkung wohl etwas schroff war, weshalb sie sich kleinlaut entschuldigte. Entschuldige, Hierarchmarkes. Kein Problem. Wir alle vergreifen uns ab und an mal im Ton, ohne es eigentlich böse zu meinen. Kann ich dich allerdings um einen kleinen Gefallen bitten? Erkundigte sich Hierarchmarkes. Alles, was du möchtest. Antwortete Vila gönnerhaft. Könntest du auf einen anderen Absatz springen? Der Fels wird langsam etwas schwer. War Hierarchmarkes Antwort. Oh, entschuldige. Rief Vila eilig aus und sprang weg, woraufhin Hierarchmarkes den Felsen beiseite stieß, welche unter lauten Krachen hinabrutschte und dabei in kleine Felsen zerbröckelte. Das hätte auch ich sein können, wärst du nicht gewesen. Sprach Vila. Aber genau dafür sind Freunde doch da. Sie helfen sich gegenseitig und bewahren einander vor Leid. Apropos, könntest du das Seil festmachen und zu mir runterwerfen? Dann kann ich nachkommen und dich eventuell vor der nächsten Gefahr bewahren. Entgegnete Hierarchmarkes witzelnd und zwang Vila so ein sanftmütiges Grinsen auf, wodurch sie ihre Schuldgefühle beiseite legte und das Seil festmachte. Auf diese Weise kamen die beiden schnell voran und hatten zum Einbruch der Dunkelheit schon ein Viertel des Berges erklommen und damit den verschneiten Hang erreicht. Es ist immer noch keine Höhle oder dergleichen in Sicht. Wo sollen wir da nur unser Nachtlager aufschlagen? In der Dunkelheit können wir doch nicht weiterklettern. Völlig unmöglich. Sprach Hierarchmarkes entsetzt und sackte auf seinen Hintern vor Erschöpfung zusammen. Er konnte nicht weiter. Er musste sich einfach ausruhen. Das erste Mal in seinem Leben spürte er die Erschöpfung durch seine Arme. Auch er war wohl nicht in der Lage, ewige Strapazen zu erdulden und das ständige Hinaufklettern an Seilen, wo fast nur Armkraft eine Rolle spielte, hatte diese wohl zu sehr gefordert. Erschöpft schloss er seine Augen und schlief ein, ohne Kontrolle über seine Physiologie zu haben. Als er die Augen geschlossen hatte, schien die Kälte zu weichen und es wurde plötzlich vertraut warm. Oh nein, es ist aus! Dachte Hierarchmarkes und erinnerte sich an die Lehren seines Mentors. Schlafe nie bei großer Kälte ein. Auch wenn das Gefühl der Wärme dich umfängt, so musst du dir selbst vergewissern, dass dies nur eine Täuschung deines Geistes ist. Aus Kälte wird nicht Wärme, wenn man die Augen schließt, sondern aus Leben wird Tod. Doch wie sehr Hierarchmarkes es auch versuchte, er konnte sich nicht erwehren. Der Körper sehnte sich so nach Ruhe, nach Wärme und Entspannung, dass er nun sein Tribut forderte und das pausenlos Umherstreifen, Kämpfen, Bekämpft werden und all die Anstrengungen und Mühen der vergangenen Tage förderten nicht gerade Hierarchmarkes Kampfgeist gegen die Ermüdung, sodass sie nicht nur schwarz vor Augen, sondern auch vor seinem Geist wurde. Wie durch ein Wunder spürte auf einmal ein Kitzeln in seiner Nase. Er vermochte die Augen zu öffnen und blickte in die blendende Sonne, die bereits seit mehreren Stunden über dem Horizont geklettert war und ihn in der Nase kitzelte. Er hatte die Nacht überstanden und war am Leben. Aber wie? Er stellte fest, dass ihm wohlig warm war. Er hätte sogar schwören können, dass er noch nie in seinem Leben jemals kuscheliger erwacht wäre. Der Grund machte sich schnell bemerkbar. Vila hatte sich regelrecht um ihn herumgewunden, sodass er eine Art U bildete. Hierarchmarkes ruhte mit seinem Oberkörper auf ihren Rücken, während er vom Bauch abwärts von ihrem weichen, flaumigen Schweif bedeckt war, während ihr Kopf einer Katze gleich auf den ausgestreckten Vorderpfoten ruhte. Das muss also die Wärme gewesen sein, die er kurz vor dem Einschlafen gespürt hatte. Sie rührte von Vilas warmen Körper und ihren weichen, wolligen Fell, welches wie eine Decke fungierte und erstaunlich gut die Wärme dämmte. Danke, Vila! Sprach Hierarchmarkes gerührt und streichelte sie auf den Kopf. Er war so gerührt von ihrer Tat, dass er sich eine Träne der Rührung nicht verkneifen konnte, die langsam aus seinem Auge kullerte. Sie lief über die Wange hinab und tropfte auf Vilas Nase, da Hierarchmarkes sein Haupt auf ihres gelegt hatte und sich kuschelnd anschmiegte. Vila bemerkte, wie der Tropfen auf ihre Nase traf und wurde dadurch geweckt. Langsam und zaghaft öffnete sie ihre Augen und blickte sich sogleich sorgsam nach Hierarchmarkes um und sah, dass dieser wach war und sich an sie anschmiegte und auch, dass er etwas weinte. Hierarchmarkes, warum weinst du? Fragte sie besorgt. Vor Rührung, Vila. Du hast mir heute Nacht das Leben gerettet. Ohne dich wäre ich erfroren. Antwortete Hierarchmarkes.
Du warst plötzlich umgefallen und reagiertest nicht mehr auf mein Ansprechen. Ich hatte mir große Sorgen gemacht, aber da du noch geatmet hattest, hoffte ich, dass du einfach nur erschöpft warst. Ich bin sehr froh, dass meine Hoffnungen erfüllt wurden. Entgegnete Vila. Und ich bin froh, dass du bei mir bist. Ohne dich wäre ich bestimmt gestorben. Wir sind quitt. Daher darfst du gehen, du hast deine Schuld beglichen. Als Freund möchte ich dich aber bitten zu bleiben. Nicht nur, weil ich es alleine wohl nicht schaffe, sondern auch, weil ich ein großes Sympathiegefühl für dich hege. Gab Herakmarkes zu. Vila schaute ihn scharf an und sprach auch dementsprechend, aber höflich. Sei nicht albern. Natürlich werde ich dir helfen, Freund, der du mir geworden bist. Du selbst sagtest, dass Freunde zusammenhalten müssen. Daraufhin lachte Herakmarkes. Und beide lagen noch einige Zeit da und erholten sich von den gestrigen Anstrengungen, wobei es sich jedoch auch vornahm, nun etwas gemächlicher voranzugehen. Dies taten sie dann auch und kletterten weiter hinauf, höher und höher. Und wieder kam die Nacht schneller, als man es erwartet hatte. Da sie diesmal jedoch nicht den Berg hinauf gehetzt waren, hatten sie zwar nicht ganz die Hälfte erreicht, doch dafür war Herakmarkes auch nicht so erschöpft, dass er zusammenbrach, sodass sie diesmal im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, sich zwecks Wärmens aneinander zu kuscheln, sodass die Kälte Herakmarkes nichts auszumachen brauchte. Zwar musste er sie den ganzen Tag über ertragen, aber das Klettern war so anstrengend, dass sein Körper von alleine heizte und ihn wärmte, jedoch schnell auskühlte, wenn er sich in Ruhe befand. Doch nachdem sie eingeschlafen waren, wurde Herakmarkes plötzlich in der Nacht durch ein heiteres, aber auch verrückt anmutendes Lachen geweckt. Er riss die Augen auf und blickte sich um. Es war nicht so, dass er Angst hatte, aber ganz wohl fühlte er sich nicht. Woher kam dieses Lachen? Was hat es damit auf sich? Von einem anderen, verrückten Bergsteiger konnte es kaum stammen. Doch was sonst konnte die Ursache sein? Er rüttelte Vila wach, die katzenartig ihre Augen öffnete und verschlafen Herakmarkes anblickte, welcher sprach: Vila, hörst du auch dieses Lachen? Wie bestellt, erklang es von Neuem, wobei es durch den wehenden Wind so wirkte, als wenn es von überall zu kommen schien. Als Vila auch die seltsame Lache vernahm, hob sie verwundert eine Augenbraue, während sie mit ihrem Kopf und ihren scharfen Augen versuchte, durch die Dunkelheit zu spähen, doch sie sah nichts. Wieder ertönte das Gelächter, so als wollte es den beiden Bergsteigern spotten, wobei es lauter und schriller klang. Jetzt kam langsam auch der Urheber dieser Lache in Sicht. Es war eine blaue, glühende, mitten durch die Luft schwebende Spektralgestalt in Form einer Flamme, die sich langsam näherte. Als Herakmarkes und Vila erreichte, blieb sie in einem Abstand von etwa 4 Metern vor diesen Schweben verharrend und sprach mit einer lachenden, weiblichen Kinderstimme: Komm, empfange mich! Was? Ertönte Herakmarkes verwundert. Los, lass uns Fangen spielen! Rief die Stimme ihm entgegen und die schwebende Flammengestalt bewegte sich eilig nach rechts, um dann anscheinend direkt im Berg zu verschwinden, wobei sie noch kindisch lachend rief: Du kriegst mich nicht! Welch seltsames Wesen ist das? Erkundigte sich Vila, welche diese kindische Art missfiel. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn es das ist, wofür ich es halte, dann sollten wir schleunigst hinterher! Entgegnete Herakmarkes aufgeregt und stand auf. Warum? Erkundigte sich Vila, die noch liegen geblieben war. Ich weiß nicht viel über den Olymp. Naja, wen wundert's auch? Bisher hat ja ihn noch niemand erkundet. Aber was ich weiß ist, dass eine der beiden verbleibenden Aufgaben darin besteht, ein Nordlicht auf dem Olymp zu fangen. Und diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen, denn ich wüsste nicht, was dieses Wesen anderes sein sollte als ein solches. Erläuterte Herakmarkes, während Vila sich etwas widerwillig erhob und ihm folgte. Da es nicht nur stockfinster war, sondern auch noch stark schneite, musste sie sich langsam den Weg bis zu der Stelle abtasten, wo das Nordlicht verschwunden war. Meter für Meter näherten sie sich jener Stelle und sahen dann, dass sich dort ein Eingang zu einer Höhle befand. Es muss da reingeflogen sein! Rief Herakmarkes Vila entgegen, damit sie ihm in Schneesturm noch zu hören vermochte. Dann beging Herakmarkes einen leichtsinnigen Fehler. Er trat unachtsam direkt vor die Höhle, ohne den trügerischen Boden weiterhin abzutasten, der sich in Eile führte und plötzlich brach unter ihm ein großes Stück Fels ab.
Es kam für ihn so überraschend, dass er nicht mehr frühzeitig reagieren und in Sicherheit springen konnte, sodass er mitsamt den Felsen die steile Schräge hinabzurutschen drohte. Vila sprang nach vorne und streckte ihre Läufe nach Hergak Marcus, doch dieser war schon zu weit gefallen, sodass er sie nicht erreichen konnte. Nach ein paar Metern des Hinabstürzens schien der Fels unter Hergak Marcus Füßen der Reibungskraft nicht mehr standhalten zu können und drohte auseinanderzubrechen. Doch gerade in diesem Moment spürte Hergak Marcus, wie er in der Dunkelheit von etwas auf Nackenhöhe an der Rückseite seines Oberteils gepackt und fortgerissen wurde. Als er wieder festen Boden unter den Füßen spürte, drehte er sich um und sah ein großes, schattenhaftes Tigerwesen mitsamt Reiter. Wow! Tönte der Held und fürchtete, dass er vom Regen in die Traufe geraten war. Diese Stimme. Bist du Hergak Marcus? Ertönte eine ihm wohlvertraute, kämpferische Stimme von dem Reiter. Ominösois? Erwiderte Hergak Marcus. Genau der! Hatte mich schon gefragt, wer außer mir so leichtsinnig ist, bei Nacht auf diesen Berg herumzuklettern. Erwiderte der Sohn des Kriegsgottes, woraufhin Hergak Marcus sprach. Danke für die Rettung! Bin jetzt sogar doppelt so froh, dich wiederzusehen. Obwohl, ehrlich gesagt, sehe ich dich überhaupt nicht. Was ist dieses für ein übergroßes Reittier, auf dem du da sitzt? Das ist Verzerus. Lass dich nicht von dem Namen täuschen, er ist wahrlich eine gute Seele. Von außen wirkt er hart, aber innerlich ist er lieb und großherzig. Er passt gut zu mir, nicht wahr? Sprach Ominösois. Ich habe auch eine Begleiterin gefunden. Sie ist eine Wurmelin und wartet einige Meter weiter oben auf mich. Wir sollten schnell zu ihr gehen. Sie macht sich sicher richtig Sorgen wegen meinem Absturz. Aber wie kommt es, dass du bei Nacht hier hochklettern kannst? Ist das nicht ziemlich gefährlich? Fragte Hergak Marcus, woraufhin Ominösois kurz lachte und erwiderte. Der gute Verzerus hier kann perfekt in der Dunkelheit sehen. Für ihn ist es taghell. Komm, steig auf, wir nehmen dich mit. Du kannst mir zwischenzeitlich erklären, warum du hingegen des Nachts den Aufstieg wagst. Hergak Marcus stieg auf und Verzerus brachte, unter Hergak Marcus Anweisungen, mit ein paar Sprüngen die beiden wieder zu Vila hinauf, wobei der Sohn des Orbitos erklärte, Ich habe ein Nordlicht gesehen. Es rief, dass ich es fangen sollte und verschwand dann in einer Höhle. Da ich nicht wollte, dass es entkommt, habe ich mich wohl etwas zu schnell bewegt und schon war ich abgerutscht. Ein Glück für dich, dass der gute Ominösois hier war, um dich zu retten. Mal sehen, ob das Polarlicht noch da ist. Erwiderte Ominösois, während sie den Absatz erreichten, an dem Vila besorgt hinabspähte. Als sie Verzerus sah, der noch weitaus größer war als sie selbst, ging sie in eine drohende Haltung, ähnlich einem Hund. Allerdings nicht, weil sie Verzerus bekämpfen wollte, sondern lediglich, um einen etwaigen Gegner zu beeindrucken und einzuschüchtern, wobei die Wurmelin sprach, Seid ihr Freund oder Feind? Keine Angst, Vila, das ist ein Freund von mir, rief Hergak Marcus. Hergak Marcus, du lebst, ich bin ja so froh, entgegnete Vila fröhlich und gab ihre Verteidigungshaltung auf. Hergak Marcus sprang von Verzerus herab und nahm die Wurmelin in die Arme, wobei er sprach, Es geht mir gut, mein Freund Ominösois und sein Begleiter Verzerus haben mich gerade noch gerettet. Hergak Marcus drehte sich um und sprach, Vila, das ist der mächtige Verzerus und auf ihm mein Freund Ominösois, der wohl waghalsigste, aber sicher auch gutmütigste Kriegsheld, der mir je untergekommen ist. Jetzt übertreibst du aber. Ich werde ja noch rot vor Scham, wenn du mich so lobst. Entgegnete Ominösois. Angenehm, sprach Vila, die, aufgrund ihrer misstrauischen Natur, sich gegenüber den für sie Fremden etwas verschlossen hielt. Auch Verzerus war nicht sehr gesprächig und sprach nur, Auch mir ist es eine Freude. Freude meines Herzens und auch meine Freunde. Wobei Ominösois abstieg und sich zu Hergak Marcus gesellte, sodass die beiden Helden zwischen ihren Begleitern standen, wobei Ominösois fragte, Und? Wo ist dieses Nordlicht? Immerhin müssen wir ja eines fangen. Es ist in einer Höhle, nur wenige Schritte von hier. Allerdings kann man den Eingang nicht einmal von hier gut sehen. Der Schneesturm und die Dunkelheit machen das unmöglich. Entgegnete Hergak Marcus. Dann lassen wir am besten Verzerus vorgehen. Er hat ja nicht diesen Malus wie wir. Schlug Ominösois clever vor.
So einfach ist das leider nicht. Sprach Herak Marcus und fuhr fort. In der Höhle selbst ist ein blaues Licht, das wir ihnen sehen können. Aber betreten können nur wir sie, denn der Eingang ist sehr niedrig, sodass selbst wir nur geduckt rein können. Ominosaurus verschränkte die Arme und dachte einen kurzen Augenblick nach, ehe er erwiderte: Dann gehen wir halt nur zu zweit rein. Vila und Verzerus können ja an der Höhle Wache schieben, falls das Nordlicht versuchen will zu entkommen. Das ist eine gute Idee, erwiderte Herak Marcus, und auch Vila und Verzerus gaben ihren Zuspruch. Allerdings sehe ich noch ein ziemliches Problem. Wie sollen wir so eine Nebelgestalt fangen? Wir werden sie ja wohl kaum mit bloßen Händen fassen können, gab Ominosaurus zu bedenken. Ich habe ein Glas bei mir. Vielleicht können wir es ja an diesem einfangen, schlug Herak Marcus vor. Einen Versuch ist es wert. Dann lass uns gleich mal einen Versuch starten, entgegnete der Sohn des Mares, während Herak Marcus ein Einmachglas hervorholte. Langsam, Schritt für Schritt und mit dem Rücken an die Steilwand gepresst, näherten sich die beiden dem Eingang und schlüpften genug in diesen hinein. Das blaue Schimmern kam vom Innern der Höhle und erleuchtete diese, und nachdem sie die ersten paar Meter den niedrigen Eingangsweg durchquert hatten, erreichten sie einen großen Hohlraum, der sicher mehr als 10 Meter hoch war. Seine Grundform glich einer Halbkugel, wobei der Radius wohl 20 Meter betrug, was die Höhle sehr groß erschienen ließ. Das Licht stammte von kristallklaren bis lila bläulichen Stalagmiten und Stalaktiten, die stets ihre Farbe wechselten und dabei das blau-lilane Licht freisetzten, welches die Höhle erleuchtete. Hinter einer der Eissäulen flog das Nordlicht in einer Schleifenbahn umher und schien auf die beiden zu warten. Als es sie bemerkte, rief es: Da bist du ja! Und du hast deinen Kameraden mitgebracht! Fangt mich! Ominosaurus schaute mit verwirrtem Gesicht und hochgezogenen Augenbrauen Herak Marcus an, welcher nur kurz mit den Schultern zuckte, so, als wollte er ihm zu verstehen geben, dass sie die merkwürdige Frohnatur der Nebelgestalt hinnehmen mussten. Bleib du am Höhleneingang, damit es nicht entwischen kann. Ich versuche es zu fangen, sprach Herak Marcus, und Ominosaurus stimmte der Strategie mit einem Nicken zu. Im normalen Lauftempo bewegte sich Herak Marcus auf das tänzelnde Nordlicht zu, und als er etwa 2 Meter entfernt war, blieb er leicht gehockt stehen, um sich für einen überraschenden Sprung bereit zu machen. So überraschend war dies für das Nordlicht offenbar nicht, denn es blieb auch in der Luft auf einer Stelle schwebend. Die Situation glich einem Western-Duell, wo der eine darauf wartete, ob der andere seine Waffe ziehen möge. Da das Nordlicht unbewaffnet schien, musste wohl Herak Marcus den Anfang machen. Nach einigen Sekunden des Wartens sprang er auf das Licht mit dem Glas in der ausgestreckten Hand zu, doch das Nordlicht wich agil zur Seite aus. Kaum war Herak Marcus gelandet, verführte eine Drehung und zielte auf das Nordlicht, welches jedoch wieder auswich und diesmal ein ganzes Stückchen wegflog. Herak Marcus eilte hinterher, doch das verspielte Licht war schneller als er, sodass er ein wenig aus der Puste kam, ganz zum Amüsement von Ominosaurus, der sein Schmunzeln, welches nicht böse gemeint war, nicht verkneifen konnte. Nachdem der Sohn des Orbitors etwas verschnauft hatte, beobachtete er das Nordlicht, welches in der Mitte vor der größten Eissäule in Herak Marcus Brusthöhe schwebte. Langsam bewegte sich der Held an den Rand der Höhle und versteckte sich hinter einer der Stalagmiten. Immer vorsichtig und achtsam bewegte er sich in Sichtschutz bis auf die andere Seite der Höhle gegenüber des Eingangs, sodass die zentrale Eissäule zwischen ihm und dem Nordlicht stand. Er deutete mit einer Handbewegung Ominosaurus an, dass dieser sich dem Nordlicht nähern sollte, was er auch langsam tat, und so die Aufmerksamkeit von diesen auf sich lenkte, sodass Herak Marcus unbemerkt an die Rückseite der zentralen Eissäule heranschleichen konnte. Das Nordlicht hingegen achtete auf Ominosaurus und blieb regungslos in der Luft stehen, einen Angriff des Helden wohl erwartend. Womit aber weder das Nordlicht noch Ominosaurus rechnete, war eine riskante Aktion von Herak Marcus. Ungeachtet der dicken Eissäule schlug er durch diese hindurch, versetzte so alle anderen in einen überraschten Schock und nutzte diesen, um das Nordlicht in das Glas einzufangen und den Deckel eilig zu verschließen. Alter! Brachte Ominosaurus erschrocken hervor. Was? Hat doch alles prima geklappt, erwiderte Herak Marcus. Und da sagen die Leute, ich sei verrückt, sprach Ominosaurus.
Herr Marcus wundert sich auf diese Aussage und fragte: Warum verrückt? Du hast eine dicke Eiskristallsäule, welche offenbar die Decke stützte, zerschlagen. Das hätte dumm ausgehen können. Was, wenn die Höhle zusammengestürzt wäre? Gab Ominousus entgegen seiner Art zu bedenken. Herr Marcus schaute sich um. Sieht doch alles sehr stabil aus. Warum machst du... Auf einmal hörte er ein Knacken und drehte sich um, obwohl das Echo des Raumes es unmöglich machte, die Herkunft des Geräusches zu orten. Lauf! Rief Ominousus und ergriff Heragmarkes Arm und zog ihn in Richtung Ausgang. Keine Sekunde zu spät, wie sich herausstellte, denn sofort mehrten sich die Knirscher und die Eisdecke stürzte unter der Schnee- und Erdlast ein und verursachte so eine Lawine, welche die beiden fliehenden Helden einholte und regelrecht aus der Höhle hinausspülte. Mit lauten Schreien flogen sie, von der Lawine stark angeschoben, aus der Höhlenöffnung, vorbei an ihren Begleitern, die sie mit einem Blick, der zwischen Angst und Verwunderung schwankte, argwöhnisch betrachteten, hinaus in den kühlen Schneesturm, wobei das Nordlicht hell leuchtete und die stürzenden Helden so wie eine blau leuchtende Sternschnuppe wirkten. Oh Mist! Rief Ominousus. Irgendwann gewöhnt man sich an den freien Fall, entgegnete Heragmarkes. Ja, nicht? Ist alles halb so schlimm. Bis auf die Landung. Entgegnete Ominousus höhnisch, ob Heragmarkes momentaner Todesverachtung, die selbst jene von Ominousus überstieg. Bist du übergeschnappt? Wie sollen wir das überleben? Rief Ominousus im freien Fall Heragmarkes zu. Bisher hat mich noch immer was gerettet, gestand Heragmarkes, der sich offenbar wirklich an den freien Fall langsam gewöhnte. Und sein Glück ließ ihn diesmal auch nicht in Stich, denn kaum eine Sekunde später tauchte Pamphalus auf Luna auf und fing die beiden in der Luft ab, indem er mit Luna unter ihnen flog, sodass diese weich auf dem Fell der Riesenmutter landeten, wobei er rief: Haltet euch gut fest! Bei dem Wetter rutscht man leicht ab. Pamphalus! Riefen beide Helden begeistert. Na klar, ich kann doch meine einzigen Freunde nicht im Stich lassen. Ohne mich kommt ihr doch gar nicht zurecht, witzelte der Faun, während sich seine beiden Freunde sicherer auf die Motte setzten. Danke, ich hatte schon gedacht, mein letztes Stündlein hätte geschlagen, sprach Ominousus. Ja, danke dir, Pamphalus. Ich gebe zu, langsam hatte ich an einer Rettung gezweifelt, sprach Heragmarkes. Dankt nicht mir, sondern Luna. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft, erwiderte Pamphalus. Die beiden Helden bedankten sich bei dieser, woraufhin sie ein fröhliches Fuck you ausstieß. Nun, wohin kann ich euch bringen? Erkundigte sich Pamphalus. Na, wohin wohl? Auf den Olymp. Ihn zu besteigen ist die letzte Aufgabe, antwortete Ominousus. Das geht nicht so einfach. Die Luft wird immer kälter. Und ich glaube, dass ich nur noch ein paar hundert Meter höher steigen kann, da sonst für Luna zu kalt wird. Den Rest des Berges müssen wir wohl aus eigener Kraft bewältigen. Zudem müssen wir ja noch zu Fräulein Polarlicht fahren, erklärte Pamphalus. Schon erledigt, rief Heragmarkes fröhlich aus und zeigte das im Glas gefangene Polarlicht Pamphalus. Dieser schaute interessiert und neugierig, musterte es kurz und sprach: Das also war es, was bei euch so leuchtete. Ihr habt Glück gehabt. Ohne dieses intensive Leuchten hätte ich euch wahrscheinlich nicht gesehen. Luna, hältst du es noch ein bisschen aus oder wird es dir zu kalt? Erkundigte sich Pamphalus fürsorglich. Fuck you! Tönt es schwach von ihr. Wir müssen landen. Es wird für Luna zu kalt, erklärte Pamphalus und flog auf den Olymp zu. Wir haben auch ein paar Begleiter gefunden, die sich sicher Sorgen machen. Wir sollten versuchen, bei ihnen zu landen. Lass uns nach ihnen rufen und dann ihren Stimmen folgen, schlug Heragmarkes vor. Geleitet von den Antwortrufen von Vila und Verzererus, fand Luna schnell diese und landete bei ihnen. Luna, ich weiß, es ist hier zu kalt für dich. Darum möchte ich dich jetzt auch nicht zu lange aufhalten und möchte dir nur ganz kurz sagen, bitte gib auf dich Acht, ja? Ich komme wieder, ich verspreche es dir, sprach ein besorgter Pamphalus zu Luna. Antwortete diese. Ich habe es versprochen und ich werde mich daran halten.
Nun geh, sonst schaffe ich es ja gar nicht mehr, mich von dir zu trennen. Ich meine es wirklich nur gut. Antwortete Pamphaulus und nahm sie noch einmal fest in den Arm. Diesmal schnurrte Luna jedoch nicht, denn auch sie war traurig, Pamphaulus ziehen lassen zu müssen. Schweren Herzens trennten sich die beiden und Luna flog schnell tiefer in wärmere Gefilde, um der Gefahr des Erfrierens zu entgehen. Währenddessen hatten Ominysseus und Heracmarcus schnell von ihrer Rettung erzählt und, nachdem sich alle einander vorgestellt hatten, setzten sie sich im Kreis und erzählten sich gegenseitig von ihren Abenteuern und feierten, so gut wie möglich, ihr Wiedersehen, wobei sie eine weitere Höhle entdeckten, in die sie sich zurückzogen, da sie dort vor der Witterung geschützt waren und zudem auch noch etwas mildere Temperaturen herrschten. Lange und ausführlich redeten, scherzten und lachten sie, ehe sie sich schlafen legten, um Energie für ihre letzte, schwere Herausforderung zu sammeln. Sie wussten, dass ihr Plan bisher gut geglückt war, doch nun war der Zeitpunkt, wo sie den Göttern bald gegenüberstehen würden, sodass sich alle möglichen Gefühle und Unsicherheiten breit machten. Denn weder Heracmarcus' Kraft, noch Ominysseus' Kühnheit, noch Pamphaulus' Weisheit konnten gewährleisten, dass ihre lange Odyssee nun noch ein sicheres, glückliches Ende nahm. Vielleicht macht nicht eine Reise, eine Vielzahl von Aufgaben und eine Reihe von Bekanntschaften das Selbst aus, aber es formt es maßgeblich. Denn was mehr ist ein Lebewesen als die Summe aller seiner Erfahrungen und Anlagen? Es ist weit mehr, denn es ist nicht nur das natürliche Ich, was ihm innewohnt, sondern die Gesamtheit aller anderen Wesen, denen es begegnete, und aller Taten, die es vollbrachte. Unsichtbare Fäden verbinden all jenes miteinander und weben so ein Netz, welches das wahre Selbst ausmacht. Die Gesamtheit aller Auswirkungen der eigenen Existenz und der eigenen Taten, alle Beeinflussungen und Eindrücke, all dies ist Bestandteil des Selbst, auch wenn es nicht selber über dies verfügen, sondern es nur formen und anpassen kann. Und dies unterscheidet den Edlen vom Unedlen, den Guten vom Bösen. Kein Wesen hat einen hohen Status verdient, weil der Erzeuger einen solchen hatte. Kein Gen besitzt es, welches zu gut oder böse zwingt. Und selbst wenn die Geburt vom Ruf her von den Vorfahren beeinflusst ist, so ist dies nur ein Werk der Verblendung von mittleren Geistern, welche Grundsätze aufgrund falscher Beobachtung treffen, indem sie die Beobachtung den formulierten Gesetzen und Thesen anpassen, anstatt die Thesen der Wahrheit anzugleichen. Wie sonst könnte man behaupten, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, und aber indirekt festlegen, dass ein jedes Kind seinen Eltern ähnelt, wo doch nur das äußere Erscheinungsbild betrachtet werden kann und charakterlich doch oft das Gegenteil der Fall ist. Was, wenn jener Apfelbaum auf einem Gipfel steht? Wo landet der Apfel, wenn es keine Erde gibt? Was, wenn die Erde an der Stelle, wo er landet, anders beschaffen ist als jene des Apfelbaumes? Sind es denn nicht vielmehr die Voraussetzungen, die dem Keimling geboten werden, welche ihn zu dem werden lassen, was er ist? Verkümmert eine gute Saat nicht in schlechter Erde? Wird ein junger Baum durch einen beständigen, starken Ostwind nicht gen Westen gebogen? Das Selbst ist nicht das Keimen der Anlage, sondern das Resultat von Einflüssen, Möglichkeiten und Katastrophen und jener Umgang mit diesen. Daher wächst man mit seinen Aufgaben und Problemen, gedeiht mit Erfolg und Misserfolg zugleich und wird nicht gut, weil man gut ist, sondern weil Gutes angestrebt und verbracht wird.